Iranerinnen und Iraner befinden sich jeden Tag im Kampf, im Widerstand gegen das islamische Regime. So wie der junge Sefer Shirani, 18 Jahre alt, der in Sahedan so schwer gefoltert wurde, dass er dabei ermordet wurde in den letzten Tagen. Und er schrieb auf Instagram, postete er von den Protesten und schrieb dann, wenn die Kurden und die Belutschen im Iran, wenn sie Separatisten wären, dann würden sie gegen den Iran kämpfen, aber sie kämpfen für den Iran. Und es ist ein Erfolg dieser Iran-Revolution, dass die Menschen nicht mehr daran glauben, dass das alles geteilt wird, sobald sie sich gegen dieses Regime auflehnen. Sondern es ist ein Erfolg, dass sie jetzt zusammenarbeiten. Und diesen Erfolg müssen wir weiterführen. Wir stehen hier dafür, dass wir die Menschen im Iran unterstützen und dass wir auch diese Erzählung von wegen, wenn wir im Iran einen Regimewechsel haben, dass dann das ganze Land zerbricht, dass das eben nicht mehr einfach so durchgeht. Und die Menschen wehren sich auch im Iran gegen die Hinrichtung. Wir haben das gerade gehört, 60 Gefangene im Iran-Gefängnis, die in den Hungerstreik gegangen sind und über 200 Menschen, die solidarisch außerhalb der Gefängnisse auch im Hungerstreik stehen. Und als die vier kurdischen Menschen jetzt gerade hingerichtet worden sind, da sind die Menschen in kurdischen Gebieten, die Geschäftsleute in den Streik getreten und sie haben einen eintägigen Streik der Basari, der Händler und so weiter gehabt. Und zwar in den Städten Gordwil, in den Städten Mohabad, Semirom in der Esfahan-Provinz, Mohabad, Bane, Sanandaj, Zares, Divandare, Ravansar, Bukon, Kamyaran, Degolan, Marivan und Teile von Kermanshah. Und das zeigt doch, wie breit diese Bewegung ist. Und da waren wirklich alle Geschäfte in diesen Städten geschlossen an einem Tag komplett. Und das ist ein klares Signal an das Regime, ihr könnt hier nicht alles durchsetzen, ihr könnt nicht einfach umsetzen, was ihr da vorhabt, uns mundtot machen, und genau deswegen stehen wir auch hier. Ihr könnt uns nicht mundtot machen, wir machen weiter und wir lassen das nicht zu, und genau das wollen wir auch von der Bundesrepublik, von der Bundesregierung, dass sie ein klares Signal setzt. Wir lassen das nicht einfach durchgehen, wir protestieren, wir boykottieren euch und wir machen mit euch keine Geschäfte mehr und wir wollen auch keine dämlichen Verhandlungen um irgendwelche Atomabkommen, sondern wir wollen, dass ihr aufhört mit den Hinrichtungen, dass ihr die Menschen respektiert und die Menschenrechte respektiert. Es geht jetzt im Iran darum, dass die Auswirkungen dieses geschwächten Regimes nicht auf die Menschen runtergedrückt wird, dass die soziale Situation, die wirtschaftliche Situation nicht auf den Menschen abgewälzt wird. Denn das Regime braucht Geld, das Regime braucht für diesen ganzen Unterdrückungsapparat die wirtschaftliche Macht im Land. Und deswegen gehen die Menschen jetzt streiken. Deswegen streiken, protestieren die Menschen in der Öl- und Gasindustrie, wie aktuell in Lavan oder bei Arajari, einer Erkundungsfirma für Öl und Gas. Sie kämpfen gegen inkompetente Manager. Das ist auch ein sehr interessantes Ding. In Deutschland würde niemand streiken gegen inkompetente Manager. Aber im Iran ist das ein Muss. Die Manager werden von oben eingesetzt, damit sie gegen Arbeiterrechte vorgehen. Und dagegen kämpfen die Menschen. Sie wollen, dass die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen durchgesetzt werden. Sie streiken in dieser Woche bei Iran Tire, einem Reifenhersteller. Sie streiken in der Schafachstahlunternehmen. Und sie haben wieder 7 Tage lang gestreikt im Avos Stahl in der Region am Persischen Golf. Eine Woche lang, sie sind durch die Straßen protestiert mit mehreren tausend Leuten, haben sie dort auch im Bazar protestiert und sie haben gerufen, wir sehen keine Gerechtigkeit, deswegen gehen wir auch nicht wählen. Und das ist ein wichtiges Zeichen, das ist nochmal auch hier an die Menschen in Deutschland ein Aufruf. Lasst euch nicht einlullen von dieser Wahlpropaganda, die das Regime jetzt demnächst wieder auffahren wird, und die Medien, die deutschen Medien, die davon reden, dass jetzt die Wahlen so ungerecht werden. Die Menschen im Iran werden an dieser Wahl nicht teilnehmen. Es ist eine Diktatur, ein undemokratisches System, und sie werden diese Wahlen boykottieren. Und es protestieren genau eben aus diesem Grund, weil das Regime versucht jetzt
irgendwie Geld einzusparen. Protestieren zum Beispiel die Studierenden an der El Alamein Tabatabai Universität, weil die Essenspreise um 100% erhöht werden, weil die Sozialleistungen gekürzt werden, weil die Mieterhöhungen dort kommen, weil die Verpflegung im Semesterferien ausgesetzt wurde. Es protestieren die Ärzte und Arztpflegerinnen in Saudi, in Mosandaran, wegen schlechte Bezahlung und die tariflichen Einstellungen für Ärzte. Es protestieren die entlassenen Arbeiter vom DES Staudammkraftwerk. Es protestieren die Fußballfans von Esteghlal und Persepolis, die beiden großen Vereine von Teheran. Es protestieren diese Fußballfans vor dem Sportministerium gegen diese eingesetzten Manager, von oben eingesetzten Manager, die versuchen oder die durchsetzen sollen das islamische Recht, und die Menschen wollen diese islamische Regierung, diese islamische Diktatur nicht mehr. Es protestieren auch die Arbeiter der Eisfabrik in Tabriz. Es protestieren die Einwohner von Arak gegen Luftverschmutzung und Umweltverschmutzung der Fabriken und der großen Kraftwerke, weil eben Kohle verbrannt wird und Öl verbrannt wird, weil sie kein Gas mehr haben. Und das zeigt auch nochmal, die Umweltbewegung im Iran gehört zu diesen Bewegungen, die gegen das Regime. Die Menschen im Iran im Alltag stehen immer im Widerstand, und wir unterstützen das von hier aus. Der Anwalt von Jina Mahsa Amini, Saleh Nikbakh, wurde im Gefängnis so dermaßen geschlagen, dass er im Krankenhaus irgendwie am Kieferbruch operiert werden musste. Er hatte vor wenigen Monaten noch im EU-Parlament stellvertretend für die Familie Amini den Sacharow-Preis der EU entgegengenommen. Er wurde danach verhaftet und wurde jetzt so dermaßen verprügelt im Gefängnis, dass er eben im Krankenhaus liegt aktuell. Und ich möchte nochmal klar deutlich machen, das EU-Parlament hat beschlossen, dass die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste kommen, dass sie komplett sanktioniert werden, und die EU-Kommission und die Regierungen in Europa müssen diese Beschlüsse umsetzen. Wir warten darauf, wir wollen, dass die Politiker, diejenigen, die zur EU-Wahl jetzt Werbung machen und so weiter, wir wollen, dass das umgesetzt wird. Man kann uns nicht damit abspeisen, dass Parlamentsbeschlüsse gefasst werden und das dann nicht umgesetzt wird. Das geht einfach nicht. Und ganz zum Schluss, wir haben ja hier das Schild Jina Mahsa Amini gehabt, das jetzt nicht mehr hängt. Das Ordnungsamt hat es dann doch abgehängt. Es hing hier fast 6 Monate. Wir freuen uns darüber, und wir sammeln heute den allerletzten Tag Unterschriften, weil wir einen Bürgerantrag im Rat gestellt haben, dass eine Straße in Münster, ein Platz in Münster nach Jina Mahsa Amini benannt wird. Wir wollen, dass diese Revolution nicht vergessen wird, sondern dass sie tagtäglich unterstützt wird, sowohl mit ihrem Namen als auch mit Taten. Und deshalb heute das letzte Mal, und ich hoffe und ich will, dass die Ratsfraktionen in Münster diesen Bürgerantrag aufgreifen und dass sie das umsetzen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Wieder mit der Diktatur!